Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Beim letzten Mal haben wir angefangen, das Kraftwerk aufzusetzen. Sagen unsere kleinen Raum gebaut, wo wir unsere Big Blocks dann draufsetzen werden. Da habe ich jetzt mal schon alles soweit hoffentlich im Inventar, dass wir auch alles zukriegen. Aber ich glaube, ich habe unten auch nur Sticks gebraucht. Ja. So. Glaube ich, haben sie dann in der späteren Version besser gemacht. Aber wir haben keine spätere Version, wir haben nur die. Es jetzt gleich sehen. Vor allem ist es schön. Ich habe gesagt, ich fange mit der Seite an und wo mache ich das Dach auf der? Nee, aber wir wollen es ja komplett machen. Nehmen wir ja gleich. Ich habe jetzt noch, ja, einen Dreiviertel Stacks. Vielleicht reicht's. Das, ich muss mir auch noch was irgendwann mal mit dem Licht einfallen lassen. So, schaut schon mal gut aus. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall mal alles dicht. So, dann drücken wir mal jetzt die F7-Taste. Dann machen wir mal erstmal hier richtig Fackeln rein. Lieber zu viele als zu wenig. Und ich habe mich hier verbaut, ne? Ja. Ha! Mensch, mitgekriegt. Inklusive mir. Ja, Gott sei Dank setze ich Fackeln. So, das heißt, du kommst dahin. 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 Muss stimmen, ne? Das heißt jetzt dann 2. Korrekt. So, dann einfach mal hier. Kreuz die quer, ein paar Fackeln hin. Man kann keine Kreuze haben. Passt. Okay, ja. So, dann habe ich mir jetzt aus dem Wasserwerk Atom geborgt. Ich habe momentan keine Lust, die zu bauen. Mache ich irgendwann mal. Erstmal hinlegen. Noch nicht hinlegen. So, und hier kommt definitiv kein irgendwas Glas rein, sondern einfach nur plumpes Glas. Ob das reicht? Wir werden es gleich wissen. Darf die 32 eigentlich nicht unterschreiten. Ha! 35. Das reicht. Also ich habe dann sogar noch ein bisschen Glas übrig, damit man mein Wasserwerk, ich sage immer Kraftwerk, ich will immer Kraftwerk sagen. Ich glaube, ich habe es auch beim Aufbau gesagt. Wasserkraftwerk. Nein, das ist ein Wasserwerk. Ein Wasserkraftwerk ist für mich, dass ich da Energie erzeuge. Mache ich nicht. Das wird irgendwann hier passieren. Ich hoffe auch, dass dann sowas kommt, weil wir haben ja sowas. Wir haben ja auch Wind. Wäre zwar der Berg da, wo ich da gerade abgetragen habe, optimaler, aber ja, haben wir halt nicht. Und dann bauen wir halt vielleicht so richtig schöne hohe Stäbe dahin, dass wir halt dann auch sagen, wir haben so Pilze da in der Landschaft rumstehen. Noch sagen wir, es ist hässlich, wir machen es anders.
finde diese futuristischen, die wo sich im Kreis drehen, viel interessanter. Ich frage mich ja ab und zu, ist das einfach nur futuristisch oder gibt es diese Idee wirklich? So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal das Gebäude so gebaut, dass es weder reinregnet noch jemand rein läuft. Vor allem die grün sind oder ähnlich und Zischbumer. Weil die kann ich ja gar nicht ab. Okay, dann heißt es, ich habe jetzt die. Apropos die, das heißt, ich brauche hier noch. Auch hier wieder mein nächstes Fass mit Stein. Irgendwann nur noch Steinkisten gebaut. Aber wie gesagt, ist nicht das Schlimmste, weil Rohr kann ich so oder so gebrauchen. Im Lager dann. Das wären dann meine Hauptdinger dann. Und das Lager wird dann aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Also es gibt ja einmal dann die kleinen Bereiche, wo es dann zum Beispiel nur Vierer Lager drin sind. Das heißt, da kommt dann alles rein, was nicht so häufig vorkommt oder gebraucht wird. Dann gibt es natürlich den Bereich, wo es ein bisschen mehr gibt. Das sind dann halt die halben. Dann kommt das rein. Und dann gibt es dann natürlich noch die wo öfters vorkommen. Und dann gibt es die wo häufig vorkommen. Und die, wo häufig vorkommen, da ist dann auch Jabba mit im Spiel. Da wird dann sozusagen ein Jabba-Fass gebaut, wo dann dieses Hopper-Teil nach unten geht und unten drunter ist ein Drawer. Das heißt, die vielen sind oben und switchen nach unten. Und ja, wird witzig bestimmt. Kommt irgendwann mal, wenn der Haufen da hinten weg ist. So, das heißt jetzt, wir brauchen auf jeden Fall mal jetzt Material, weil wir jetzt sozusagen die Basic Combustion Generatoren bauen wollen. Ich hätte gesagt, ich brauche. Am besten wäre es, wenn wir gleich 8 bauen. Das heißt, ich hau jetzt einfach mal einen Stack Stahl in die Bending. Und nehme mir noch einen zweiten Stack Stahl mit und mache da den Rest raus. So, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall das kleine Gear. Ich brauche das große Gear. So, das kleine brauche ich jetzt 8-mal. Mal schon mal durchrauchen. Habe ich gerade gesagt 8? Ich meine natürlich 16. Weil ich brauche die doppelt. Ne? Wir brauchen ja immer zwei Pistons. Ich brauche auf jeden Fall 8 Circuits. Ich brauche dann noch 8 Motoren. Die sind Gott sei Dank Eisen. Okay. Sounds mal auf 50. Ich glaub, ja. So. Das heißt, ich habe jetzt schon mal die kleinen Zahnräder fertig. So, dann brauche ich jetzt als nächstes Rods. Und zwar, wir brauchen 2 Stück für jede Engine. Das heißt, ich brauche auch 16. Aber das sind dann nur 8. Ja, noch mehr 2 raus. Und ich brauche diese Small Steel Dinger nicht. Das mir ja auch noch mitgedacht hat früher. So, dann. Das wird mir nicht mal die Platten reichen, glaube ich.
Ich brauche schon mal alleine für 8 mal 8. Nein, aber es sind 7. Dann brauche ich 62. Das Deck. Hatte ich ihn nie. 16. Gut, dann heißt es, wir haben jetzt die Rods drin. Und die Batterien fast leer. Dann hätte ich gesagt, gehe ich mal hin und lade mal die Batterie auf und nehme die mit. So, motorenmäßig, was brauche ich noch? Ich habe Kupferkabel da. Ich habe fast kein Zinnkabel mehr da. Das heißt, ich brauche jetzt mal hier ein Stack. Und hier 7. Mais rein. So, aber ich switch den und gehe nach drüben. Ich möchte nämlich, dass er die baut. Und du gehst dahin und gibst mir mal einen 24er. Legst denn da ab. So, dann habe ich jetzt hier auf jeden Fall Tinwire, habe ich genügend hoffentlich. Ich hätte mal gesagt, 32 Stück lasse ich machen. Aber wir müssen auch noch das Red Alloy Wire und das Blue Wire machen. Mal gucken, wie wir das mal rauskriegen. 16 Stück hat er wieder fertig. Aber er läuft noch. Geht's dir eigentlich da draußen? Leer. Meine ich halt, ne? Das ist eigentlich der Sifter alleine, der das Ding leer saugt. Ich sag, die zwei Ohrwascher. Ja, okay, die Ohrwascher, glaube ich, haben auch ein bisschen was, was die wegfressen. Okay, aber das geht noch. 4800. So viel ist es auch nicht. Und du futterst Büffel weg. Auch 4800. Geht noch. Geht auch noch. Wie gesagt, nur wenn ich jetzt mir das Rezept da anschaue und in die Sifting reingehe, dann hätte ich jetzt hier schon mal 12.800. Also das heißt, die futtern mehr als fast. Nein, das Dreifache. 4.800, ja, zweieinhalbfache. Also das heißt, ich könnte eigentlich zwei Ohrwascher unten und sozusagen immer wieder die Zentrifuge anschmeißen. Die braucht auch so viel Energie wie das Ding. Aber es ist halt schön, wenn man vernünftig Material rauskriegt. So, Zinnkabel. Muss ich auch noch herstellen. Das jage ich auch gleich durch. Beim Kupferkabel ist es auch so, nur dass ich gleich einen ganzen Stack laufen. Zwei Stück laufen noch. Das müsste auf jeden Fall reichen, dass ich dann alles einhalten kann. Dann hätte ich mal gesagt, machen wir mal gleich 1, 2, 3, 4. Muss ich dich leider mal schnell unterbrechen. Mach mal schnell die, bitte. Also wir sind schon bei 13. Also, ihr seht, ne? Also man braucht davon 4 Stück. Also da geht einiges verloren, auch wenn man richtig viel kriegt. Also es war, glaube ich, ein Stack, was das jetzt war. Aber trotzdem. Aber wir sind jetzt bei
16. Ich brauche ja 8. Mach schon mal 2. Rein. Das Schöne ist, momentan sieht man halt noch nicht, was das halt kann. Mit Lost 2 Meter. Aber jetzt ist das Ding eingewickelt und jetzt habe ich Lost 0 EU pro Meter. Also perfekte Kabel für LV. Das wird erst beim anderen interessant, ab dem Zeitpunkt, wo man diese Superkabel, die Superkontakte, glaube ich, bauen kann. So, aber dann habe ich jedenfalls schon mal die ganzen Kabel dabei. Schmeiß mal rein. Motoren. So, 1, 2, 3, 4. Ich brauche... Ich will ja 8 Stück bauen. Doch auf jeden Fall 16 Motoren. Nein, reicht nicht. Ich brauche schon mal alleine 16 Motoren für die Pistons. Ich brauche doppelt. Und dann nochmal weitere 16. Aha. Na, ist klar. Da freue ich mich. Mich jetzt richtig Material und Energie und hast du nicht gesehen rauszubrettern. Man hat ja schon gesehen, was der jetzt alleine schon mal an Stahl verarbeitet hat. Dann lauf mal. Lass mal drin. So, 2736. Die letzten zwei, dann kann ich das Kupfer auch noch reinhauen. Kann ich die Batterien da draußen so richtig quälen. Hier haben wir auch schon zur Hälfte runter. Perfekt. So, bin mal gespannt, wie weit das mal kommt. So, 18 Stück. So, wir haben schon mal 9. Das heißt, mir ist jetzt das Kupferkabel ausgegangen. Wir gehen jetzt gleich den Magnetic Orts aus. Tin-Cable, also, ja, reicht mir auch nicht. Mist. Pin-Wire. Mach mal weitere 16, bitte. Heute die nächsten 7. So viel zu, das Rubber wird schon lang. Nein, wird's nicht. Weil ich ja dann nochmal auf jeden Fall nochmal Zinnkabel nachproduzieren muss. So. Komm, gib mir nochmal 2. Danke. 32. Mal 7. Wie haut man Material weg? So, wir haben jetzt schon mal 10. 32. Solange ich mich nicht verzählt habe. Magnetizer ist da. Gleich 16. So,
So, und wenn es wie gesagt blöd läuft, brauche ich jetzt genau. Mal durch. Achter ist drin, ne? Vom Maschinencasing. Okay, dann heißt es, jetzt brauche ich noch mal 24. Ah, okay. Kommen auch in die Bending. Gut, dann haben wir das. Das heißt, das mache ich jetzt dann auch alles mit Poly. Wenn irgendwann das Rubber draußen ist. Wird dann schon kommen, dass ich jetzt dann zu viel gemacht habe. Aber wir machen gleich wieder die nächsten 32 Tin Wire. Ich brauche die jetzt dann für die Kisten. Ich brauche die da drüben. Ich ja, kann eigentlich fast schon alle reinschmeißen. Haben wir das Problem mit, ich habe zu wenig, ich habe zu viel. Ganz schnell. Denn ich habe zu wenig fallen. So, 20, das wir haben ein paar. Dann hoffen wir mal, das reicht. Das ist ja auch das, was ich jetzt meine, ne, mit aus 17 Motoren haben wir jetzt schon mal. Da war ja noch den Cable. Genau. Morgend. Die Platten sind noch nicht da. Ich hätte mal jetzt gesagt, ich mache jetzt erstmal die ersten vier. Man muss klein anfangen. So, brauche wieder Zinnkabel. So, durch. Ja. Hauen wir gleich eine rein. Er war clever. Was für Zinnkabel machen? Ach, hast ja. Du sollst mir isoliertes Zinnkabel machen. Ich hätte mich genauer ausdrücken sollen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt das, wir haben jetzt das. Ich habe jetzt ein bisschen Kabel noch dabei. Das heißt, es könnte vielleicht sogar reichen. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 4 Stück. So, dann haben wir schon mal auf jeden Fall auch die Motoren. Die reichen auch. Die Pistons waren oben, glaube ich, ne? Ja. Pistons waren hier. Die waren hier. Jetzt brauche ich noch Steel Gears. Nochmal 8 Stück. Du bist noch nicht ganz voll. Wie gesagt, das ging dir nicht mit. Und das sind 5 oder 6. So kann ich natürlich auch noch denken, dass ich die 6 halt irgendwann abbaue. Aber ich möchte natürlich erstmal laufen lassen. Das wird halt dann irgendwann der zweite Motor. Also das heißt, drüben entsteht dann erstmal der nächste. Und wenn die dann definitiv durch sind und ich dann auch alles angeschlossen habe da drüben, dann wandern die nächsten rüber. So, dann kommst du jetzt rein. Ich brauche jetzt davon 4 wirklich 8 Stück.
Schauen wir mal, ob wir mäßig erzählt haben oder nicht. Ich habe mich verzählt, definitiv. Nee, habe ich nicht. Hau mir gerade wieder selber nicht mehr im Weg. Merke ich schon. Wäre aber jetzt schön, weil dann hätten wir auch das Stahl. Noch ein bisschen Stahl übrig. Und das musst ihr euch mal vorstellen. Das brauche ich irgendwann als Aluminium, was ich gerade an Stahl verballer, um Endfeuer herzustellen. Darum dauert noch ein bisschen. So, dann nehme ich gleich mal aus meiner anderen Kiste noch 8 Circuits mit. Da muss ich auch bald wieder welche herstellen. Sonst machen wir dann noch, wir stellen Sachen her. Folge. Die 8 Stück kommen dahin. Hier werden gebaut. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen, ob mir das vielleicht doch scheißegal ist und ich die Dinger doch. Nein. Lieber nehme ich das Molten Rubber raus und tue es dann irgendwann wieder rein. Da hinten ist noch ein leerer Tank, ja. So. Wollen wir mal gucken, wie viel das er davon noch gemacht hat. Vielleicht kriege ich da noch mal 2 zusammen. Da habe ich auch 16. Dann lasse ich die durchlaufen und dann lasse ich die auch gleich bearbeiten. Ich bin jetzt so gerade beim Überlegen. Wenn ich natürlich jetzt dann mit 16er arbeite in HV, dann sollte ich natürlich 8er Kabel nehmen. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich 8er Kabel nehmen sollte. Weil es wird auf jeden Fall so sein, dass die Hauptdinger immer bei den Engines 16 sind. Und an jedes Gebäude, wo ich dann rangehe, kommt dann immer ein, also 8 Batterien ran. Ist zwar 9er, aber ich brauche nur 8. Das heißt, eine Engine könnte, wenn sie wollte, komplett ein Gebäude mit Strom versorgen. Wie gesagt, da kann man, und ich rede von HV. Und nicht von LV oder MV, sondern von HV. Also ich habe irgendwann 16 HV-Batterien und die kann man ja immer aufteilen, ne? Also immer mal 4. Das heißt, ich komme mit 8 HV an. Beim Maserator-Haus wird es ja anders sein, weil ich 2 HV-Geräte habe, die wo ich ansteuern muss. Also da werde ich auch definitiv 1 oder 2 Batterien dafür verwenden, um die zu steuern, wobei, glaube ich, eine reicht. Aber dann kann ich die anderen 3 Batterien nehmen und dann kann ich auch hingehen und sagen, okay, ich baue jetzt MV auf, wie zum Beispiel Zentrifugen oder so. Maseratoren werden definitiv LV bleiben. Aber dann kann ich an einer Batterie, also an einer HV 4 MV und da dran 16 LV-Maschinen hängen. Und das sind dann, das ist dann ein bisschen was. Kannst du sagen, okay, du nimmst dann, das heißt 32 LV-Maschinen. Das, glaube ich, reicht dann ein bisschen aus für Sachen, die man brauchen könnte. So, dann haben wir jetzt schon mal 32. Dann machen wir da draus gleich mal das richtige Kabel. Das 8er, weil es sind 16. Darf man nie vergessen. Jetzt mal, ich werde nicht mal alle machen können. Jo, 1 ist zu wenig.
Also ich gib mir jetzt noch mal bitte zwei. Kabel. Dann machen wir die auch noch fertig und dann ist das Ding leer und dann können wir schon mal unseren Polyethylen holen. Davon brauche ich jetzt 16 Stück. Jawohl, Hammer. Dann haben wir 24 Zinnkabel. Ne, wir haben 49, alles klar. Haben wir auf jeden Fall unsere 8 schon. Das wäre super. Aber da merken wir jetzt gerade, was wir noch an Material verwenden müssen. Das wird heftig. Was auch heftig ist, ich habe jetzt Moin. Erzählt. Ist scheißegal, ich brauche dann halt später nur noch 7. Für den zweiten Part. Die kommen dahin und die kommen dahin und ich habe jetzt 4 Combustion-Generatoren. Und die Circuits habe ich gleich und das Kabel habe ich gleich für mehr. So, dann gehen wir mal das Hirn ab. Mir schon die ganze Zeit, dass ich das abgegeben habe. Auch dann die Half Slabs kommen in die Kiste rein. So, und jetzt ist die Frage, was habe ich denn noch an Pipes? Also die sind mir zu klein. Das wären 600 Liter, das sind 800 Liter. Also am besten wäre mir die Small Bronze Pipe. Dann hätte ich gesagt, gib mir mal bitte 9 davon. Batterie ist fast schon wieder leer. Schön. In der Zeit kannst du jetzt die Batterie wieder laden. Da drüben rum Eier. So, ich habe von denen aber auch keine mehr frei, ne? Doch, habe ich. Das ist super. Ich die auch gleich mit. Hahaha, ich habe was vergessen. Mist. Auch noch einen Zinnrotor und Schrauben. Heißt, ich brauche 5, 6 mal Zinn. Hoffen wir mal, dass das reicht. Machen wir als erstes die Bolts. Die muss ich sowieso gleich weiter verarbeiten. Kommt. Ich nehme natürlich einen. Wollte es nicht vorher schaffen. Ja. Hat auf jeden Fall den Nicky gereicht. So, dann schrauben wir mal an den Schrauben rum. Häppchen. So, da rein, das da. Einen Motor habe ich noch. Ja, Bronze Fluid
Ich brauche noch die Bronze Fluid, das heißt, ich brauche nochmal 3. Hätte die Batterien immer rausnehmen. Hätte die Batterien drin gelassen, ne? Hätte sie nicht mehr gebraucht. So schön. Aber alles. Danke. So, mal kurz hinlegen. Aber es ist jetzt auch wichtig, dass, wie gesagt, Dach drauf ist. Das kann man dann nämlich alles reinbauen. So, hat es Gott sei Dank nur eine halbe Stunde gedauert, bis wir nur die Sachen fertig haben. Damit wir die Engines und so weiter überhaupt hinsetzen können. So, ich baue die aber immer gleich so auf. Also das kommt auf jeden Fall schon mal weg. Das kommt auch weg. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen, versenke ich den eigentlich nicht? Weil ich habe den das letzte Mal schon versenkt. Ja, dann habe ich festgestellt, nicht gut. Als erstes setzen wir mal das Kabel. Jetzt 4, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Das lassen wir offen. So, dann kommt jetzt nämlich hier der Tank hin. Und da drauf kommt die Pumpe. Pumpe. Export macht sie sowieso schon. So, dann gehst du jetzt nämlich hier hin. Ah, reicht nicht mal. Dann brauche ich jetzt als nächstes die Wrench. Ja, mit. Es soll rein, aber nicht mehr raus. Richtig. Heißt, das da und das da. Hier. Hier. Nee, das ist scheißegal. Dann machen wir die auch gleich soweit fertig. Hier schon mal nach unten gehen. Ich hoffe, dass ich es gerade richtig habe. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal schnell nochmal einen Weg nach drüben und holen uns schon mal 64 Zellen an Benzin. Dann können die schon mal auffüllen. Wir sehen, ob das alles funktioniert. Und ich hätte mein Benzin, das würde ich sozusagen als Backup irgendwann haben will. Drüben. Aber wie gesagt, es wird irgendwann als Zellen drüben sein und irgendwo in einem Frame oder in einem Regal liegen. Aber wie gesagt, ich kenne mich, weil ich lasse irgendwann mal was laufen, die ganze Zeit was laufen, pass nicht auf, hab dann irgendwas nicht angeschlossen, weil zum Beispiel ich die Ölverarbeitung noch nicht dran hab und auf einmal läuft mir das Benzin alle und dann will ich das Öl produzieren und dann nö. Machst du nicht, weil für sowas brauchst du Benzin. So, dann laufen die jetzt schon mal in die Kabel rein. Okay, die sind alle voll. Und dann müssen wir jetzt die hier auch noch ausschalten. Hätten wir jetzt noch das eine mitnehmen können. Aber ist jetzt schon egal.
So, und wir stellen uns jetzt da hin. Und schließen die hier so an. Okay, dann brauche ich jetzt aus dem Rucksack jetzt mal einen Wirecutter. Der soll jetzt die ja anschließen. So, dasselbe Spiel machen wir jetzt hier auch. Hier machen wir das mal hier. Und ich glaube, die 64, wenn, ja, wobei, die könnten doch 16.000 passen rein. Also so schnell produzieren sie nicht. Und wenn doch, dann könnte ich ja irgendwann mal aus den Small Normal machen. Ist aber erstmal, wie gesagt, relativ. So, das heißt, wir haben jetzt die Dinger schon mal am Stromtropf. Heißt, die könnten jetzt schon mal Energie produzieren, was sie, glaube ich, auch gerade machen. Die das schon? Glaube, die produzieren Energie. Das heißt, ich gehe jetzt mal rüber und baue mir mal noch schnell einen. Vor allem ich und schnell. Ja, doch. Das müsste eigentlich ziemlich zügig gehen. Natürlich, nein, es geht nicht zügig. Ich habe natürlich das gesamte Zinnkabel verbraucht und habe mir gedacht, das legen wir mal nicht nach. Total, ist ja total Banane. Nee, ich brauche es ja nur jetzt. So, das heißt, ich brauche jetzt eine Kiste. Ich brauche jetzt einen Alpha Machine Hall. Kommt da auch noch dazu. Ich sag Transformer, kommt da auch noch irgendwann dazu. Heißt, du kommst dahin und du kommst dahin. Wie viel LV-Kabel habe ich noch? Genügend. Das heißt, ich brauche jetzt mal bitte von dir Battery Alloy. Stück. Sehr schön, haben wir schon. Wir haben 16 Batterien. Ich schmeiße rein. Batterien, nicht Zellen. Bin wohl. So, ich hoffe, dass die ja doch am Anfang stecken sind. Ach, ein 8 Tinwire habe ich noch. Super. Aber ich habe jetzt erst 2 16er. Das heißt, mir fehlt noch ein bisschen was. Ich sehe da gleich mal die Dimension von dem Ding. Und da ein bisschen an. Ich glaube, wir brauchen einen ganzen Stack. Schön. Geil. Jetzt einen Achter. Oh, ich habe einen zweiten. Nummer drei. Das ist jetzt V16. Das heißt, sechs Kabel brauchen wir noch. Und das ganze Lithium, wo wir uns schön erspart haben, ist jetzt gleich auch weg. Ich habe noch keine Baubatterie gebaut. Ach nee, er braucht nur 3 Jahre nach, aber wir haben noch 35, aber es geht gut gleich weg. Später. So, das heißt, ich habe jetzt meine restlichen 2 Kabel.
So, dann heißt es, jetzt haben wir unseren Low Voltage Battery Buffer in XXL. Einen ganz, ganz großen. Ich glaube, größere gibt's nicht mehr. Dann heißt es, du kommst weg. Dann kommst du jetzt nach oben gerichtet. Da kommen jetzt die Batterien rein. Pop. Und das Schöne ist, wir haben jetzt sozusagen eine zweite Möglichkeit, Batterien zu laden. Mit denen da. So, ich werde das halt jetzt dann immer wieder, wenn ich dann die Zeit und die Möglichkeit habe, das hier weitermachen. Weil, ihr habt es gesehen. Ich werde immer wieder dann auch reingehen und euch zeigen, wenn ich es weitergebaut habe. Irgendein Essen, das habe ich schon tausendmal benutzt. Obwohl ich fünf oder sechs verschiedene Essen drin hatte. Glaube ich, der Nachteil, wenn man ja von dieser Box. So, aber ihr seht es, ne? Das heißt also, die geht jetzt nach oben und die geht jetzt dann nach unten und dann kommt dann da der Transformer hin. Und der haut dann in den 16er MV rein. Und wie gesagt, ne, geteilt durch 4. Also das heißt 1, 2, 3, 4. Da könnte ich sogar nur ein 8er hin machen. Könnte ich mir sogar überlegen, aber nein, ich konnte da wird ein 16er hingebaut, weil wie gesagt, können wir ja besser speichern. Ist ja dann scheißegal. Das heißt also, ich hätte dann eigentlich 4 Battery Buffer. Mari. Und 4. 4 Batterien. Sind es 4 mal. Noch 4 16er Low Voltage Battery Buffer, um einen MV Battery Buffer dann zu managen und dann davon auch noch mal 4. Wie gesagt, aber da macht das erst richtig Sinn, wenn die Babys dann auch komplett angeschlossen sind. Wie gesagt, wenn er dann darüber angeschlossen, die sind jetzt dann hier angeschlossen. Und so weiter und so fort. Ja, und man sieht es schön. Ich bin begeistert. Muss ich nur noch schnell eine Sache gucken. Ja, nee, doch, das bleibt ja so alles. Weil da kommt ja kein Kabel hin. Das ist ja dann hier. Ja. Nee, passt. Passt auf jeden Fall, ich muss jetzt dann wieder anfangen, Material zu bunkern. Juhu! Als man gedacht hat, ich habe zu wenig Material, ich habe schon zu viel Material. Nö. Und da sind mal wieder Steine drin. ASICs. Aber alles gut. Dann abgebaut, fast nichts. Sehr schön. Die Steine sind zu früh drin gewesen. Ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall sechs Engines. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel das, genau, wir machen das dann irgendwann so. Die untere Engine-Reihe baue ich auf jeden Fall auf. Das brauche ich ja sowieso mit den 8. Und die oberen 8, die nehme ich dann die, weil dann die unteren 8 ja das dann übernehmen können. Aber ich muss natürlich vorher die ganzen Stromlinien gebaut haben. Das halt auch noch auf uns zukommt. Aber ja, das wird noch ein bisschen dauern. Weil, ja, ich mal auch mal da was anderes machen muss, weil sonst sehe ich vor lauter Häuschen und Technik irgendwann gar nichts mehr. Kann mal sein, dass wir jetzt mal beim nächsten Mal, ja, ein bisschen uns Waffen pimpen. Damit wir da mal auch vorankommen, weil Zauberei haben wir noch gar nicht angefangen. Und da wollen wir ja auch demnächst mal hin, weil ich bräuchte zum Beispiel ein Thaumium.
Ein einziges verfluchtes Saumium-Ingot bräuchte ich. Das Lustige ist, da habe ich die Dinge gefunden wie Sand am Meer. Ich konnte wirklich mein Schaufel konnte ich ja super schon mal upgraden. Ach so, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Die hat mittlerweile einmal Runde Haste drauf bekommen, falls ich es euch gezeigt habe. Ich das in Wiederholung. Und mein Hammer, da würde ich es gern drauf machen. Wie gesagt, ich bräuchte jetzt noch 21.261 Steine müsste ich noch abbauen, dann wäre ich auch da, dass ich meinen nächsten krieg, aber und da gebe ich halt auch den Leuten recht, die wollen sagen, ja, wenn du halt vorher schon Haste drauf hast, dann kriegst du den nächsten schneller. Und so muss ich auch dann jetzt bei dem Hammer denken. So, das Magnetit kommt da rein. So, du machst wieder das da. Und so, oder letzt, ja, habe ich jetzt meinen Rock Salt komplett durchgearbeitet. Nächste Fass ist wieder leer. Das ist super. Eisen habe ich noch ein bisschen was. Ich habe schon gesagt, Kupfer, okay, Kupfer habe ich auch mittlerweile einiges. Zinn. Zinn könnte irgendwann witzig werden. Lass mal rein. Wenn man sich anschaut, ich habe hier einen Super Tank stehen. 4 Millionen, glaube ich, passen rein. Und 1,2 Millionen sind schon drin. Ja, also, da geht noch was. So, die Batterien sind wieder alle voll. Das hat man ja auch irgendwie am Dampf gehört. Das heißt, ich kann da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was reinklopfen. So, als kleinen Ausklang von anstrengenden Bauarbeiten in komischen Kraftwerken. Ja, dann werde ich mich mal bei euch verabschieden. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos, die jetzt eingeblendet sind. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.